Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Landesstatistikgesetzes, Drucksache 19/3475. Es wird nur eingebracht. Es gibt keine Aussprache darüber. Für die Landesregierung spricht nun Minister Wintermeyer. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als für Angelegenheiten der Statistik zuständiger Minister darf ich Ihnen heute den Entwurf der Landesregierung für eine Änderung des Hessischen Landesstatistikgesetzes ganz kurz vorstellen. Ich denke, in einem sind wir uns einig, Herr Schäfer-Gümbel. Statistiken sind vermeintlich lästig, aber notwendig für fundierte Entscheidungen, nicht nur in der Politik. Insofern bedarf es auch eines Landesstatistikgesetzes, das in regelmäßigen Abständen evaluiert und gegebenenfalls geändert werden muss. Neben einer Verlängerung dieses in jeder Hinsicht bewährten Gesetzes um weitere 8 Jahre kommen wir dem Wunsch der kommunalen Familie nach Abschaffung der starren Obergrenze von 3.000 Befragten im Rahmen von statistischen Umfragen nach. Das Instrument der statistischen Umfrage soll nach dem Entwurf sogar ganz gestrichen werden, da diese seit Jahren ohne praktische Relevanz ist. Darüber hinaus soll aus Gründen des Bürokratieabbaus und der Datensparsamkeit sowie zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern und Wirtschaft eine strikte Erforderlichkeitsklausel für Landes- und Kommunalstatistiken aufgenommen werden. Mit weiteren redaktionellen Anpassungen an das gerade im letzten Bundesratsplenum gebilligte Bundesstatistikgesetz wollen wir zudem mit der jetzigen Vorlage die Einheitlichkeit des Vollzugs der Statistik in Bund und Ländern gewährleisten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich darf um wohlwollende Prüfung und Beratung des Entwurfs bitten. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den Haushaltsausschuss.